Was wünscht sich die Schweiz von der digitalen Zukunft? Mit meiner Kristallkugel mache ich mich auf den Weg, um genau das herauszufinden. Grüezi, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Hallo, darf ich dich rasch anhalten? Darf ich Sie schon stören? Excuse-moi! Was soll das sein? Was wünschen Sie sich von der digitalen Zukunft? Oh, das ist eine gute Frage. Dass das Digitale unsere Welt besser macht, und zwar für die Menschen besser macht. Also wenn es geschäftlich benutzt wird und wirtschaftlichen Vorteil bringt, ist es schon gut. Aber als Ersatz von Menschlichkeit kann es nicht dienen. Informationen vermitteln, aber trotzdem Kontakt fördern, auch offline. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Hallo! Was wünschen Sie sich von der digitalen Zukunft? Dass die Sachen wirklich einfacher werden. Erleichterung für die Leute. Einfaches Leben, mehr Support. Weniger Bürokratie, mehr Zeit zum Leben. Dass sie auch noch die alten Leute denken, die vielleicht eben kein Handy haben und keine Kreditkarten und so, dass man einfach noch alles noch normal analog machen. Dass die Menschen nicht zu sehr abhängig von der digitalen Welt sind. Dass es ein bisschen weniger Stress gibt. Dass man einander hilft auch auf dem digitalen Weg. Und dass die Menschlichkeit nicht verloren geht. Plus de portable, quelque chose où on aurait plus besoin de papier, de carte, plus de porte-monnaie. Besoin de poser quelque chose peut-être dans la main, dans le bras. A voir, pourquoi pas? Sie sind gerade aus Tram, oder? Was wünschen Sie sich von der digitalen Zukunft? Da bin ich schon. Die sind Sie schon? Ich wünsche mir, dass im weltweiten Import-Export die ganzen Frachtpapiere digitalisiert werden. Und dass die Bildung besser wird und dass wir immer mehr Sachen einfach lernen können. Mehr Jobs. Mehr gesundheitliche Möglichkeiten. Ein Diener, der alles macht im Haus, der muss meine Mami nicht machen. Also, dann musst du es auch du nicht machen, gell? Ja. Wenn Sie die Zukunft schauen, was wünschen Sie sich von der Digitalisierung? Eine Application, die permettrait au point de vue médical de remplir rapidement des informations. Un monde sans écran. Mais vous êtes avec votre écran? Vous-même? Bah, peut-être qu'on va remplacer les écrans par des hologrammes ou on va changer la donne, non? Dass wir wieder die Hoheit über unsere Daten bekommen. So eben gegen das Darknet ein bisschen vorgehen irgendwie. Plus de sécurité, peut-être. Ein bisschen weniger personalisierte Werbungen. Das Handy eigentlich alles weiss, was du weißt. Und das ist schon alles ein bisschen verstörend. Que ce soit un futur où on soit moins piraté et que nos données soient moins prises en fait par les personnes. Auf Instagram, dass ich zum Beispiel sehe, wer mich am meisten stalkt, also wer mich am meisten so aufruft und mich meine Fotos anschaut. Ja. Und jetzt möchten wir natürlich von euch wissen, was für eine digitale Zukunft ihr euch wünscht, indem ihr das Video kommentiert. Und vergesst nicht, vom 1. bis zum 3. November findet Digitaltag statt. Ciao zusammen! Oh nein, jetzt funktioniert es nicht mehr. Ja, und von der digitalen Zukunft kommen wir zurück ins digitale Hier und Jetzt. Wir haben unseren letzten Gast für heute Abend, Barbara Niefüller, hier bei uns. Sie ist Stadtratspräsidentin und sie hat 2020 einige Erfahrungen sammeln können, wie Bern vielleicht smart werden könnte oder was eben funktioniert und was nicht, und wird mit uns ihre Erfahrungen teilen. Barbara, ist der Berner Stadtrat denn digital unterwegs? Er ist auf dem Weg, digital zu werden. Er ist noch nicht ganz dort, wo er eigentlich wette sein, würde ich mal so sagen. Und als das anfing im März 2020 mit dem Lockdown, wo standet ihr da und wo steht ihr heute mit dem Stadtrat? Ich würde sagen, dann waren wir bei 0 oder vielleicht bei 5%. Und heute sind wir vielleicht bei 15%, so ein bisschen auf der Zeitachse. Ich weiss, vielleicht kann ausdeutschen, Stadtrat sein, das ist bis Anfang März oder im Stadtrat sein, im Stadtrat zusammengekommen, war, man kommt alle 2 Wochen ins Rathaus, man nimmt seinen Platz ein,
Man arbeitet primär über Papier. Es hat einzelne Stadtratsmitglieder, also vielleicht etwa die Hälfte, die mit dem Laptop arbeiten, die sich die Unterlagen beim Intranet abladen. Man tut untereinander in einer Chatgroup, tut etwas austauschen. Aber wirklich hat man eigentlich immer geschafft, wie man kommt physisch zusammen, man tut physisch diskutieren, man tut per Knopfdruck im eingebauten Gerät abstimmen. That's it. Und heute kommen wir vielleicht noch später drauf, sind wir auch doch schon ein Stück weit vorwärts gekommen. Als der Lockdown kam, war die Frage, wie weiter. Wir können nur physisch zusammenkommen. Das heisst aber, wenn ich so höre, wie die Stadtratssitzungen früher waren, da muss der Lockdown doch ein rechter Schock gewesen sein. Was war da Ihre Befürchtung, dass man dann gar nicht arbeiten kann? Oder was ist Ihnen durch den Kopf gegangen? Ja, im ersten Moment hat man schon gesagt, jetzt können wir nicht mehr arbeiten. Wir haben ja auch nicht mehr dürfen zusammenkommen. In dem Sinne, das Versammlungsverbot hat auch für das Parlament gegolten. Aber so nach dem ersten Schock, nach 14 Tagen, hat man sich angefangen austauschen. Und auch haben wir angefangen zu überlegen, wie können wir in kleinen Schritten der politische Betrieb wieder aufstarten. Und da haben wir angefangen, zuerst im kleinen Kreis mit Zoom-Sitzungen uns anfangen austauschen und wirklich auch strukturierte Sitzungen zu machen. Die Skills haben wir uns alle so. Da haben schon können aus dem beruflichen Umfeld und da einfach Trial and Error hat man sich das anfangen aneignen. Dann haben wir in kleinen Schritten zuerst im Büro des Stadtrats angefangen. Wir haben Diskussionsrunde mit der Präsidentin und den Präsidenten der Fraktionen angefangen. Das ist so bis in 15er Kreis gegangen. Und wir haben dann auch Formen gefunden, dass man so auch Kommissionssitzungen über Zoom machen kann. Dass man auch dort diskutieren kann und dass man auch abstimmen kann. Hingegen, dass der Stadtrat in der 80er-Besetzung tagen kann, das haben wir eigentlich ausgeschlossen. Und funktioniert das inzwischen, eine Sitzung mit 80 Personen digital zu machen? Nein, das geht nicht, obschon eigentlich die Erwartung hoch ist. Also ich bekomme fast wöchentlich Mails. Ich kann nicht verstehen, warum das nicht geht. Und das sollte doch längstens kommen. Und die Uni kann Vorlesungen mit 400 Studierenden machen über MS Teams. Das geht. Warum kann das der Stadtrat nicht? Aber es gibt bestimmte Gründe, warum wir das noch nicht können. Erzähl was. Was sind die Gründe? Also mal, ich sage, es gibt wie formelle Gründe. Formelle, da tun ja die technischen darunter subsumieren. Und dann gibt es auch Gründe, die ich sage, die im Kulturellen, in der Politkultur begründet sind. Vielleicht beim formell-technischen, dass der Stadtrat virtuell könnte tagen, da müssten wir eine Rechtsgrundlage haben. Weil, wenn wir irgendwie ein Ratsreglement anpassen im Minimum vielleicht auch die Gemeinsordnung der Stadt, wo drinnen steht, eben, der Stadtrat kann entweder zusammenkommen im Rathaus oder in einem anderen Saal oder er kann digital tagen. Weil wenn wir das nicht haben, dann kann im Prinzip jeder Beschluss abgefochten werden, den wir treffen. Dann auch auf der formellen Ebene, wir müssten ein Tool haben, das die Parlamentsarbeit abbilden und ermöglichen würde. Also wenn 80 Leute miteinander diskutieren wollen, oder Politik ist nicht, jemand tut etwas präsentieren und dann fragt man noch vielleicht wie eine Uni, seid ihr jetzt zufrieden oder nicht? Wer zufrieden ist, drückt ja und wer nicht zufrieden ist, nein. Und dann hat man so Rückmeldungen, dann kann man sagen, ja, 45 waren zufrieden und 35 waren nicht zufrieden. Wir bräuchten ein Abstimmungstool, wo man klar festhalten kann, dass die Personen, die teilnehmen, auch wirklich die Personen sind, also verifiziert sind. Es müsste eindeutig die Stimmabgabe sein. Man müsste können in nützlicher Zeit auch eine Liste generieren, wer hat wie abgestimmt hat. Das ist auch wie Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit. Und das Ganze müsste relativ schnell passieren können. Ich brauche heute für eine Abstimmung durchzuziehen. Ich stelle die Abstimmungsfrage. Die Leute auf ihren Kästchen im Saal drücken, bis das Ergebnis da ist, etwa 45 Sekunden. Es müsste also ein Tool müsste das auch gewährleisten können. Und das habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Das ist vielleicht
Was ist das Technische, warum wir nicht digital tagen können? Und das andere ist auch, trotz der Erfahrung, dass Sitzungen mit Zoom gut gehen, haben die Leute das Bedürfnis, sich persönlich zu treffen. Weil die Diskussionen, die wir führen im Stadtrat, die sind nicht sehr formalisiert. Einerseits schon, aber man muss spontan reagieren können, man muss Anträge einbringen, man muss über die diskutieren können. Und von dort her ist es eben manchmal gut, auch wenn man Augenkontakt haben kann, wenn man sich auch über Zeichensprache ein bisschen verständigen kann. Und von dort her merke ich, da kommen wie all die Tools, die es heute gibt für digitale Sitzungen, irgendwo an Grenzen. Und auch aus vielen Gesprächen, die ich mit Mitgliedern des Stadtrats geführt habe, hat mir gesagt, so im Juni, jetzt bin ich ein bisschen müde von diesen digitalen Sitzungen. Jetzt möchte ich wieder richtig zusammenkommen und ich möchte mich wieder richtig austauschen können. Also das heisst, vom Technischen her, wir haben es gehört, alle IT-Firmen, die da draußen sind und das Gefühl haben, sie hätten die Lösung, können sich jetzt melden oder sollten sich sonst direkt dran machen, diese Lösung zu entwickeln. Und das andere ist das Kulturelle, dieses Zwischenmenschliche, das sich einfach noch nicht so gut auf die digitale Ebene übertragen lässt. Aber gibt es denn was, was jetzt aus dieser Corona-Zeit, diesem Digitalen heraus etwas ist, das man unbedingt auch jetzt weiterführen möchte, auch wenn es nicht mehr nötig ist? Also ich bin überzeugt, ich rede jetzt auch für meine Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat, es ist, glaube ich, wirklich der Wille, hier nicht zu bleiben stehen. Ich habe auch gestaunt, ich meine, wir sind ja 80 Leute aus unterschiedlichsten Hintergründen, Alter, beruflichen Hintergrund. Wir haben von den Digital Dummies bis zu den Digital Immigrants, Natives, ein bisschen alles gehabt. Und am Anfang habe ich auch gedacht, ich meine, wir haben Stadtratsmitglieder gehabt, die hatten Ende März noch ein Handy mit Tasten, 2G. Und die haben 4 Wochen später problemlos ein Smartphone und bedient. Oder Leute, die gewöhnt waren, ausschliesslich mit dem Bundesordner zu arbeiten, haben heute einen Laptop und nehmen problemlos an Zoom-Sitzungen teil, die Anträge elektronisch entgegen und direkt verarbeiten. Ich glaube, da haben wir in 3 Monaten auch aus Gruppen recht einen grossen Gump gemacht. Und ich glaube, das Know-how, das wird niemand mehr aufgeben. Und einfach sagen, das streichen wir alles, das vergessen wir alles. Irgendwie die schlimme Corona-Zeit. Wir fahren nachher irgend im Tag X weiter dort, wo wir aufgehört haben. Ich glaube, das will niemand mehr. Das heisst, dein Fazit, wo steht Bern heute als Hauptstadt? Ist sie auf dem Weg Richtung smarte Hauptstadt oder braucht es noch einiges, bis wir dort sind? Es braucht noch viel. Ich habe am Anfang gesagt, vielsmässig sind wir auch etwa fangs bei 15%. Gut wäre, wenn wir etwa in einem Jahr bei 30% wären. Aber ich denke, das Ziel ist schon, dass auch Politik, politischer Prozess, politische Meinungsbildung auch besser digital stattfinden kann und dass wir die Skills wirklich uns auch erarbeiten. Das heißt vor allem viel Lernen auf der persönlichen Ebene, wenn ich dich so richtig höre. Oder was willst du unseren Politikern in Bezug auf Digitalisierung gerade noch mitgeben? Persönlich eben, aber auch, dass wir aus Gruppen, aus Politikerinnen, Politiker digitaler werden, nicht immer nur davon reden, dass jetzt kommt die Digitalisierung, was hat das für Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf die Arbeitswelt, auf die Wirtschaft, auf die Bildung, sondern dass wir das wie auch für unsere Arbeit selber annehmen. Mhm. Sehr spannend. Das heißt, es gibt noch viel zu tun im Bereich der Politik, um hier auch wirklich digital unterwegs zu sein für eine digitale Politik von morgen. Auf jeden Fall, ich schaue es an, das ist ein Weg, der in kleinen Schritten passieren wird. Weil Politik ist immer halt Detailhandel. Es sind kleine Sachen, muss Stadtpolitik, es sind nicht die grossen Würfe. Und ich denke auch, wie wir arbeiten, wie wir mit Informationen umgehen, wie wir uns austauschen, das wird nicht entweder physisch und in 2 Jahren digital sein, sondern es wird immer sowohl als auch bleiben. Mhm.
Merci vielmals, Barbara. Ich glaube, das sind Themen, die wir heute immer wieder gehört haben. Eben die Digitalisierung, das Ausprobieren ist ja auch was, was euch im Stadtrat geholfen hat. Und auch dieses in kleinen Schritten vorwärtsgehen. Was ist euer nächster Schritt? Im Moment haben wir jetzt gerade einen physischen Schritt vor uns. Wir zügeln aus Tag physischen Tagungsort vor Wankdorfhalle in die alte Festhalle. Also dort wird plus minus werden wir weiter physisch tagen, aber auch das wird uns einiges abfordern. Schon nur, wir müssen uns neue Räume, ein neues technisches Equipment gewöhnen. Ich denke, das ist jetzt gerade ein kleiner Schritt dazu. Ich habe, wenn jetzt meine Amtszeit Ende Jahr zu Ende geht als Stadtratspräsidentin, habe ich aber eine ganz lange Liste, die ich meinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern weitergeben für die Arbeit im Stadtrat digitaler zu werden. Das sind ganz banale Sachen, wie gewisse Listen vielleicht auf Excel und nicht mehr auf Word zu führen oder gewisse Sachen nicht per Mail alle verschicken, sondern auf einer Plattform aufschalten, dass es auch im Sinn von Open Data für alle zugänglich ist. Aber in Summe denke ich, ja, in einem Jahr sind wir nicht bei 30%, aber vielleicht dann schon wieder bei 17-18%. Merci, Barbara. Dann freuen wir uns drauf auf die nächsten Schritte für einen digitalen Stadtrat. Und Barbara, freut mich auch, dass du sozusagen der Abschluss von unseren zwei spannenden digitalen Tagen in Bern warst.